einstimmig angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 11416. 15.000 Tote pro Jahr in NRW durch Luftverschmutzung. NRW braucht Ziele für den Schutz von Gesundheit und Leben, emissionsfreier Verkehr in unseren Städten. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Bayer das Wort. Bitte, Herr Kollege Bayer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und da draußen an der frischen Luft. Dieser Antrag ist auch ein Ergebnis der Aktuellen Stunde vor 2 Wochen, in der sich eine Mehrheit des Parlaments für die Reduzierung direkt bedingter Emissionen, also von Autoabgasen, in den Städten aussprach, erreichbar durch Elektrofahrzeuge und einen besseren ÖPNV, auch mit Elektrobussen. Straßenbahnen sind ja schon elektrisch. Seitdem gab es mal wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Das wegen Luftverschmutzung verurteilte Hamburg sucht nach Lösungen und die WHO rechnet vor, in dieser Dekade starben weltweit an Luftverschmutzung 8,2 Millionen Menschen. Und wenn Sie 8,2 Millionen Tote nicht interessiert, dann vielleicht diese Nachricht hier aus der Wirtschaftswoche. Luftverschmutzung entscheidet über Bundesliga-Erfolg. Eine Studie der britischen Royal Economic Society hat 3000 Fußballspieler ausgewertet und entdeckt, dass Luftverschmutzung die Spiele negativ beeinflusst. Und bevor Sie jetzt Rückschlüsse auf den Tabellenstand des MSV Duisburg ziehen, was sagt uns das wirklich? Selbst wer insgesamt topfit ist, und das sind die Spieler auch in den Ruhrgebietstädten, wird gesundheitlich von Luftverschmutzung beeinflusst. Es betrifft uns alle und nicht nur die vielen Menschen, die schließlich an Luftverschmutzung sterben. Sie alle sind betroffen. In unserem Antrag geht es um die Gesundheit aller Menschen, um ihr höchstes Gut. Belastete Luft gefährdet akut die Gesundheit und damit das Leben der Bevölkerung. Das ist seit Jahrzehnten so, aber es darf so nicht bleiben. Niemand, der das Ruhrgebiet der 60er und 70er Jahre kennt, wird bestreiten, dass sich vieles zum Besseren entwickelt hat. Früher gab es hohe Schornsteine, es galt der Satz von Paracelsus, die Dosis macht das Gift, der Dreck wurde also weiträumig verteilt. Dann die Politik der hohen Kamine, ist dann der Politik der Filter gewichen und die Politik der Filter wurde soweit möglich durch optimierte Prozesse ergänzt. Giftstoffe nämlich gar nicht entstehen zu lassen, ist immer noch die beste Lösung. Nur ein Bereich ist an der Schwelle zur wirklichen Vermeidung der Giftstoffe bisher komplett gescheitert. Der motorisierte Verkehr. Millionen Fahrzeuge wurden zwar mit Katalysatoren ausgerüstet, eine Euro-Norm wurde durch die nächste ersetzt, aber die Quelle der Abgase fährt weiter durch die Städte und vergiftet dort die Luft. Denn eines hat der Skandal um die Manipulation bei VW, das Dieselgate, uns allen bewiesen. Mit immer schärferen Grenzwerten ist zum einen dem vorsätzlichen Betrug nicht beizukommen, das war klar, aber der Versuch, immer neue Grenzwerte einzuhalten, entbindet nicht von der Pflicht, die Mobilität neu zu denken. Heute muss klar sein, die Zeit der Verbrennungsmotoren, der Explosionsmotoren, nähert sich ihrem Ende. Fortschritte bei Elektrofahrzeugen sind rasant. Und ja, auch der Strom kann nahezu frei von Emissionen bereitgestellt werden. Die Sonne liefert uns ein Vielfaches des Weltenergiebedarfs und es ist geradezu absurd, dies zu nutzen, indem man fossile Energieträger verbrennt, um damit Autos mit einer Antriebstechnik des vorletzten Jahrhunderts anzutreiben. Wir schulden es nicht nur dem Klima, wir schulden es der Gesundheit der Menschen, die vorhandenen modernen Technologien konsequent einzusetzen, abseits fossiler Energien aus der Welt der Dinosaurier. Dazu zählt das Wohl der Menschen und nicht das Wohl der Konzerne, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen und oder verschlafen oder Veränderungen vielleicht auch aktiv behindern. Heute muss gehandelt werden und die Botschaft muss sein, Autoherstellern, die nicht lernen wollen, wird es bald gehen wie den einst allmächtigen Energieriesen in diesem Land. Politik darf nicht den Fehler machen, hier die falschen Interessen zu schützen. Politik ist den Menschen verpflichtet. Ja, in echt. Und die Zeitwende in der Mobilität muss aktiv betrieben werden. Es geht um viel mehr als um neue Antriebstechnik. Es geht um neue Mobilität. Eine Mobilität, die Menschen bewegt, ohne dabei andere krank zu machen. Die Lösungen sind alle bekannt und stehen auch
welche Vorschläge, Handlungsempfehlungen am Ende unseres Antrags im Beschlussteil. Sie müssen nur umgesetzt werden. Genau darauf zielt unser Antrag ab. Ich bitte Sie alle, ihn in den Beratungen bei der Abstimmung in den Ausschüssen zu unterstützen. Und beim MSV Duisburg hilft dagegen am Morgenabend nur Daumen drücken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Paderborn. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Krick. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, für die Sozialdemokratie hat der Kampf gegen die Luftverschmutzung und für eine saubere und gesunde Umwelt seit Willy Brandts Vision von einem blauen Himmel über der Ruhr eine hohe Bedeutung. Gerade Schwächere, Jüngere, Ältere und Geringverdiener sind insbesondere von Problemen in der Umwelt belastet. Deshalb ist für uns Sozialdemokraten auch immer Umweltschutzpolitik gelebte Gesundheits- und Sozialpolitik gewesen. Das Problem der gesundheitlichen Gefährdung durch Luftverschmutzung ist ein ernsthaftes Problem. Von daher ist es auch richtig, dass die Piraten auf dieses Thema noch einmal hinweisen. Ich finde es gut, dass sie nicht auf einer direkten Abstimmung bestehen, sondern uns damit die Gelegenheit geben, dass wir dieses Thema dann auch in den Fachausschüssen detaillierter noch einmal besprechen werden. Was an dieser Stelle aber auf jeden Fall festzustellen ist, ist, dass die Landesregierung, die Koalition, die rot-grüne Koalition und insbesondere auch unsere Städte bereits aber heute schon sehr vielfältige Anstrengungen unternehmen, um die Probleme der Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. An erster Stelle sind da sicherlich die insgesamt 33 Luftreinhaltepläne zu nennen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, und auch der regionale Luftreinhalteplan für das gesamte Ruhrgebiet. Die daraus entwickelten 26 Umweltschutzzonen in Nordrhein-Westfalen haben Erfolge gebracht. Auch 2015 ist es so, dass die von der Europäischen Kommission vorgegebenen Grenzwerte für Feinstaubemissionen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen an keinen der Messstellen, die Messstellen sind nun wirklich dort angeordnet, wo die größten Emissionen vorkommen, an keiner dieser Messstellen überschritten worden. Das ist im Übrigen in der Vergangenheit vor 2014 anders gewesen. Und das ist auch noch in anderen Bundesländern anders. Also von daher, im Gegensatz zu Ihnen, Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, finden wir sehr wohl, dass Luftreinhaltepläne und auch Umweltschutzzonen einen Erfolg gebracht haben und deshalb auch weiter ein Instrument sein sollten, was wir anwenden sollten. Auch die von uns vorgesehenen über 40 Maßnahmen im Klimaschutzplan, die sich verstärkt mit dem Bereich Verkehr beschäftigen, werden sicherlich dazu beitragen, Feinstaubemissionen zu reduzieren. Es ist aber auch richtig, dass diese vielfältigen Aktionen gegen Luftverschmutzung bei Weitem noch nicht den Erfolg gezeigt haben, den wir uns alle vorstellen. Gesundheitliche Probleme durch Luftverschmutzung sind in der gesamten Europäischen Union, in Deutschland und eben auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen weiterhin ein Problem. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Blutgefäßerkrankungen führen bei vielen Menschen zu gesundheitlichen Problemen und führen sicherlich auch zu vorzeitigen Todesfällen. Und auch die von Ihnen genannten wirtschaftlichen Folgen der Luftverschmutzung, die WHO spricht mit ihrer europäischen Sektion von Kosten von sage und schreibe 1.500 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspräche also in etwa einem Zehntel der gesamten volkswirtschaftlichen Produktion in Europa, sind ernst zu nehmen und fordern uns auf, tätig zu werden. In dieser Situation ist es dann natürlich völlig inakzeptabel, dass von der Europäischen Union vorgegebene Standards durch die Euro 6-Norm jetzt tatsächlich von der Automobilindustrie in großem Umfang systematisch unterlaufen werden. Wenn der Grenzwert von 60 Milligramm nach einem Bericht der Europäischen Kommission vom Oktober letzten Jahres im Durchschnitt, nicht in der Spitze, sondern im Durchschnitt
von den Dieselmotoren, die heute auf den Markt kommen, um über 400% überschritten werden, dann ist das nicht akzeptabel. Hier ist der europäische Verordnungsgeber aufgefordert, tatsächlich auf die Einhaltung dieser Standards zu bestehen und das umzusetzen. Und ich hoffe mal, dass wir als Deutschland dort auch nicht als Bremse auftreten, wie es leider in der Vergangenheit auch schon mal gewesen ist. Wir in Nordrhein-Westfalen werden weiter Anstrengungen unternehmen, auch durchaus kleinteilige Anstrengungen, um die gesundheitliche Gefährdung durch Feinstaub- und Stickoxidbelastungen zu reduzieren. Die von Ihnen in Ihrem Antrag genannten Punkte sind da sicherlich einzelne Bausteine, aber der Katalog geht noch weiter über das hinaus. Von daher sind wir gespannt auf die Diskussion im Fachausschuss, freuen uns darüber und werden deshalb auch gerne der Überweisung zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krick. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Moritz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat einmal gesagt, man könnte froh sein, wenn die Luft so rein wäre wie das Bier. Das heißt, in zwei Punkten haben die Piraten mit ihrem Antrag recht. Unsere Luft ist nicht so sauber, wie sie sein müsste, und unsere Luft ist nicht so sauber, wie sie sein könnte. Trotz Umweltzonen. Gut, Herr Ott, wenn Sie für das Bier sprechen, was aus Ihrer Heimat kommt, dann weiß ich nicht, ob Sie da eine Zukunft mit Ihrer Partei zu Hause haben, aber das lasse ich mal dahingestellt sein. Denn trotz Umweltzonen, moderner Fahrzeug- und Filtertechnik ist noch zu viel Feinstaub in der Luft. Das Problem ist nur, wie so oft, dass es die Piraten mit ihrem Antrag übertreiben. Erstens in der Wortwahl und zweitens in der Darstellung. Wir als CDU wollen die gesundheitlichen Folgen von Luftverschmutzung keinesfalls verharmlosen. Aber von Verkehrstoten durch Luftverschmutzung zu sprechen, das halten wir nicht für eine angemessene Wortwahl. Und wenn Sie sich schon auf einen Bericht der Europäischen Umweltagentur beziehen, dann sollten Sie diesen nicht einseitig darstellen. Denn Feinstaub ist selbstgemacht. Aber Feinstaub entsteht nicht nur beim Autofahren, bei Baumaschinen, bei Binnenschiffen. Feinstaub entsteht auch durch Laserdrucker und Kopierer, in Kohlekraftwerken, durch Dieselloks, durchs Heizen. Die Gesamtmenge des Feinstaubs aus Kaminöfen und anderen Holzfeuerungsanlagen in Deutschland übersteigt mittlerweile diejenigen aus den Auspuffrohren aller Diesel-PKWs, LKWs und Motorräder. Also um die Qualität unserer Luft zu verbessern, müssen alle Emissionen von Schadstoffen gemindert werden. Und bei der Reduzierung von Feinstaub ist es also nicht alleine mit der Verbannung von Fahrzeugen aus dem innerstädtischen Bereich getan. Das Ganze muss viel umfassender angegangen werden. Zum Beispiel durch Verbesserung der Wärmedämmung im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung wird auch dieser Schadstoffausstoß begrenzt. In einem Punkt geben wir wiederum den Piraten in ihrem Antrag recht. Wir müssen die Anzahl von Autos und Bussen mit Verbrennungsmotoren in unseren Innenstädten reduzieren. Die CDU-geführte Bundesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, mehr Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen. Um diese Ziele zu realisieren, müssen erstens die Reichweite von Elektroautos verbessert werden, zweitens die Ladezeiten drastisch verkürzt werden, drittens die Ladeinfrastruktur verbessert werden und viertens Privilegien im innerstädtischen Bereich geschaffen werden. Letzteres ist deshalb so wichtig, weil im innerstädtischen Bereich und im Nahverkehr die Entfernung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und hier können wir auch mit der heutigen Technik erreichen, dass wesentlich mehr elektrobetriebene Fahrzeuge auf die Straßen kommen. Mit dem Elektromobilitätsgesetz der Bundesregierung wurden bereits im vergangenen Jahr zusätzliche Anreize für Elektromobilität geschaffen. Und die Kommunen können jetzt entscheiden, wie sie Elektroautos vor Ort begünstigen möchten. Zum Beispiel durch kostenfreies Parken oder spezielle Zufahrtsrechte. Und zusätzlich könnten Elektrofahrzeuge durch eigene Kennzeichen für jedermann auf einen Blick erkennbar sein. Allerdings muss das Ganze in den Kommunen auch umgesetzt werden. Und hier gibt es dann auch erste Probleme. Denn, um bei dem Beispiel des kostenfreien Parkens zu bleiben,
entgehen den Kommunen dadurch natürlich auch Einnahmen. Die Verantwortung liegt bei den Kommunen und es gilt hier, einen verantwortungsvollen Kompromiss zu erzielen. Auch im ÖPNV muss es künftig mehr E-Mobilität geben und auch hier benötigen wir gezielte Förderprogramme. Die Verkehrsstrukturen im städtischen ÖPNV sind hierfür besonders geeignet. Vorstellbar wären Linienbusse und Taxen mit systematischen Wartezeiten an Endhaltestellen oder Taxenhalteplätze. Und dort können entsprechend der regulären Wartezeiten oder Pausen die Batterien aufgeladen werden. Und verbunden mit einer steigenden Auswahl an E-Modellen und einer wachsenden Zahl an E-Autos auf den Straßen wird der Absatz weiter ansteigen. Und so schnell und so drastisch, wie die Piraten das in ihrem Antrag fordern, wird die Umstellung auf Elektromobilität in unseren Städten nicht gehen. Da müssen wir alle gemeinsam mit etwas mehr Augenmaß vorangehen. Und lassen Sie mich mit einem Satz schließen, den ein Kollege gesagt hat, der lange hier auch im Landtag aktiv war und hinterher auf Bundesebene. Ich glaube, am Augenmaß erkennt man letztendlich die Qualität eines Politikers. Der Überweisung des Antrags stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Moritz. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Kollegen Klocke das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Piraten greift ein wichtiges Thema auf. Das haben ja auch schon die bisherigen Wortbeiträge gezeigt. Und wir diskutieren das ja auch nicht zum ersten Mal hier im Parlament. Die Frage der Belastung der Luft in unseren Innenstädten ist ein wirklich wichtiges, dramatisches Thema, gerade in den Ballungsräumen. Und ob man es nun Verkehrstote nennt, Herr Kollege Moritz, oder ob man es so Todesfälle nennt, es ist auf jeden Fall so, das ist ja völlig unstrittig. Nach Berechnungen der WHO und auch des Umweltbundesamtes sterben in jedem Jahr aufgrund der hohen Schadstoffbelastung in unseren Innenstädten zwischen 10.000 und 15.000 Menschen. Und jeder Todesfall ist ein Todesfall zu viel. Deswegen gilt es hier dringend zu handeln. Ich kann Ihre Auffassung, lieber Herr Moritz, nicht teilen, dass die Bundesregierung hier schon genug tut. Allein die Zahlen belegen es. 2009 hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt für 1 Million Elektroautos bis 2020 im Rahmen des Konjunkturpaketes 2. Seit 2009 sind jetzt fast 8 Jahre vergangen, 7 Jahre, 7,5 Jahre. Und wir haben bis heute 25.000 Elektroautos auf unseren Straßen. Das heißt, in den kommenden 3,5 Jahren müssten wir, um dieses Ziel von 1 Million Elektroautos noch zu erreichen, sozusagen die 980.000, die noch fehlen, noch schaffen. Das ist überhaupt nicht zu sehen. Es gibt keine hohen Absatzzahlen. Und das, was bisher beschlossen worden ist, auch mit dem Elektromobilitätsgesetz im letzten Jahr von Seiten der Großen Koalition, dass man Busspuren freigibt oder dass man gegebenenfalls auch kostenfreies Parken ermöglicht, ist doch offensichtlich völlig unzureichend, damit Leute die hohen Anschaffungskosten, die der Erwerb eines E-Wagens eben auch notwendig macht, entsprechend auf sich nehmen. Also, warum nicht nachdenken über eine Kaufprämie, warum nicht nachdenken über eine Entlastung bei der Kfz-Steuer, warum nicht nachdenken über eine vernünftige Bonus-Malus-Regelung bei der Anschaffung eines Neuwagens. Also der Boom auf jeden Fall ist in den letzten 7 Jahren nicht eingetreten und warum aufgrund der Freigabe der Busspur in Innenstädten das jetzt eintreten soll, ist für mich nicht ersichtlich. Und ich meine, dass die Bundesregierung hier angehalten wäre, dringend noch mal nachzudenken, sonst haben wir nämlich im Jahr 2020 nicht 1 Million Elektrofahrzeuge, sondern maximal 50.000 und dann sind wir weit unter die Grenze entsprechend durchgegangen. So. Was mir an dem Antrag der Piraten nicht gefällt, ist, dass er sich ausschließlich auf Elektromobilität bezieht. Die Bandbreite, wenn man überlegt, die Innenstädte, die Luft in den Innenstädten besser zu gestalten, ist nämlich deutlich größer. Die ganze Frage Nahmobilität, also das, was Auto- oder Pkw-freier Verkehr in den Innenstädten angeht, ist deutlich breiter. Wir haben als Landesregierung da viel getan mit dem Aktionsplan Nahmobilität, mit der Förderung der AGFS, mit der Einrichtung des Zukunftsnetzes Mobilität. Wir investieren massiv in Radverkehr. Wir haben den Etat für den Bau von Radwegen an Landstraßen deutlich raufgesetzt. Wir haben den Aktionshaushalt Nahmobilität erstmal völlig neu eingerichtet und mit 11 Millionen Euro ausgestattet. Es gibt eine Förderung für den Bau von Radschnellwegen. Also, wenn man überlegt, was zu machen, dann ist E-Mobilität sicherlich ein ganz wichtiger Baustein. Das ist völlig außer Frage.
Aber die Bandbreite von Maßnahmen, das, was Politik tun kann, um die Innenstadtluft zu verbessern, um die Schadstoffe entsprechend zu reduzieren, ist deutlich breiter. Und das fehlt uns entsprechend beim Antrag. Das müssten wir auf jeden Fall in der Debatte im Ausschuss entsprechend noch anreichern. Vielleicht gibt es eine Anhörung oder Sachverständigengespräch, dann wird das entsprechend auch rauskommen. Der Hinweis auf die EU, der gemacht worden ist vom Kollegen Krick, ist richtig. Er ist natürlich insofern ja leider sozusagen von der Aktualität schon eingeholt worden, weil ja gerade das EU-Parlament vor 3 Wochen noch eine breite Initiative fraktionsübergreifend diskutiert hat und sich leider noch mal dafür entschieden hat, dass weiterhin den Automobilkonzernen in Europa es freigestellt ist, sozusagen den Schadstoffausstoß so zu handhaben, wie es bisher auch war. Weiterhin darf der Wert, der real im Verkehr gemessene Wert, den Wert, der auf dem Teststand gemessen wird, um das 100-fache übersteigen. Das ist gerade vom EU-Parlament entsprechend nochmal Ende Februar so beschlossen worden, relativ knapp, aber es ist leider wieder ein Beschluss. Das heißt, der Ministerrat ist nicht aufgefordert worden, diese Schadstoffgrenzen entsprechend deutlich abzusenken. Und das ist auch leider wieder von der Großen Koalition, von der Bundeskanzlerin, vom Verkehrsminister entsprechend unterstützt worden. Also, es gibt überhaupt keine Konsequenzen aus dem VW-Skandal und aus den anderen Skandalen der deutschen Automobilindustrie. Es ist ja längst nachgewiesen, dass es nicht nur VW war, die bei Diesel-PKWs geschummelt haben, sondern es sind auch viel mehr Autokonzerne davon betroffen. BMW, Mercedes und andere haben ihre Modellklassen auch hier entsprechend manipuliert. Und der Schluss, den die Bundesregierung zieht, ist, keinen Schluss draus zu ziehen. Es gibt eben keine entsprechende Verschärfung, es gibt keine Gesetzesänderungen. Die Aufklärung ist entsprechend sehr nachlässig. Und das wird die Luftbelastung in den Innenstädten leider nicht verbessern. Der Antrag ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage, die Diskussion entsprechend im Ausschuss zu führen. Das Nordrhein-Westfalen hat vieles auf den Weg gebracht. Ich sage als letzten Satz, ich weiß, dass die Redezeit abgelaufen ist, ich sage als letzten Satz noch, es gibt ein Programm der Landesregierung zur Förderung von E-Bussen. Gerade in Köln sind die ersten 8 vom Land geförderten Elektrobusse gerade vor 4 Wochen vorgestellt worden. Also das, was die Piraten hier fordern im Antrag, ist längst in einem Förderprogramm entsprechend berücksichtigt. Man könnte sicherlich da noch mehr tun, aber auf jeden Fall sind hier die Weichen entsprechend in Richtung Zukunftsmobilität gestellt. Danke für die Aufmerksamkeit. Auch wenn es 5 Sätze waren, lieber Herr Glocke, herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Hafke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Elektromobilität ist ein spannendes, innovatives Thema, was uns in Zukunft beschäftigen wird und das heute auch schon tut. So wie die Piraten das Thema allerdings aufziehen, ist es nah dran an einer extrem großen Schmerzgrenze, populistisch aufgezogen, was ich glaube, was dem Thema nicht gerecht wird. Ich möchte Ihnen das auch erklären und erläutern. Wenn Sie einfach hier behaupten, 15.000 Tote werden in Verbindung gebracht mit dem Verbrennungsmotor, halte ich das für einen extrem populistischen Ansatz. Einen zweiten Punkt, was ich absolut perfide finde, ist, das Thema Luftverschmutzung gleichzusetzen mit Terrorismus-Toten. Und Sie vergleichen das auch. Sie schreiben zum Beispiel im Antrag, allein in Nordrhein-Westfalen sterben Jahr für Jahr mehr Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung, als weltweit Opfer von Terroranschlägen werden. Ich finde das eine absolut unverschämte Formulierung, solch ein Thema damit zu verbinden. Und wenn das Thema Feinstaub ist mit Sicherheit ein ganz zentrales Thema unserer heutigen Zeit, mit dem wir auseinandersetzen müssen. Aber Sie müssen auch ein bisschen die Fakten zur Kenntnis nehmen. Noch nie war die Luft so sauber wie in der heutigen Zeit. Das sind einfach Fakten, die man einfach so zu nehmen, Kenntnis nehmen muss. Das Lebensalter in unserem Land steigt jedes Jahr an. Es ist angestiegen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum Beispiel, hören Sie mal zu, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es die sauberste Luft überhaupt. Trotzdem ist für die Männer die Lebenserwartung so gering wie in keinem anderen Bundesland. Es gibt also keinen ursächlichen Zusammenhang. Und wenn die Grünen sich da auch immer so echauffieren, wenn sie Luftverschmutzung verhindern wollen, dann müssten sie doch auch mal in ganz anderen Bereichen anfangen und damit in Verbindung bringen sollen. Wenn Sie über Feinstaub sprechen, müssten wir doch mal über Raucher sprechen. Wollen Sie jetzt nämlich das Rauchen auch noch komplett verbieten? Rauchen ist ein extrem hoher Anteil an Feinstaubbelastung.
Jeder, der zu Hause einen offenen Kamin hat, wird belastet durch Feinstaub. Was wollen Sie mit denen machen? Der Kollege hat es gerade angesprochen. Jeder hier sitzt neben einem Drucker in seinem Büro. Wollen Sie die in Zukunft auch verbieten, um die Luftverschmutzung zu reduzieren? Und was machen Sie mit jedem Menschen, der in Zukunft neben einer Straße, an einer Straße wohnt, wo Elektrofahrzeuge fahren, die einen Abrieb von Reifen und Bremsen haben, die auch Feinstaub erzeugen? Meine Damen und Herren, ich glaube, dass Sie das Thema vollkommen falsch angehen. Wenn man Elektromobilität ernst meint und das nach vorne bringen möchte, was ich grundsätzlich für richtig erachte, weil es eines der Zukunftsthemen ist, dann sollte man Folgendes machen. Dann sollte man die Infrastruktur in unserem Land herstellen. Da hätten Sie die Landesregierung kritisieren können. Bislang gibt es kein vernünftiges Programm, eine flächendeckende Infrastruktur für Elektromobilität zu schaffen. Wir haben es bislang nur die Möglichkeit, an entsprechenden Einfamilienhäusern, an privaten Garagen zu machen. Es gibt keine flächendeckende Infrastruktur, zum Beispiel an öffentlichen Stromanschlüssen. Das Thema Forschung weiter voranzutreiben, wird in der Form nicht gemacht, wie es gemacht werden müssen. Die Bauordnung in diesem Land zu ändern, bringen Sie nicht auf den Weg, damit zum Beispiel bei jedem neuen Bauvorhaben auch Parkplätze für Elektrofahrzeuge Pflicht werden. Wir können darüber sprechen, über Steuervorteile oder eine vernünftige Aufklärung, damit Bürgerinnen und Bürger auch wissen, wo Elektromobilität heutzutage schon funktionieren würde. Das wären Kritikpunkte, die Sie hätten hier vorführen können, haben Sie allerdings nicht gemacht. Meine Damen und Herren, dann haben Sie in Ihrem Thema das Thema öffentlicher privater Nahverkehr angesprochen. Ich frage mich, außer allgemeinen Punkten, die Sie dort angesprochen haben, haben Sie nichts dazu geredet. Und ich komme aus einer Stadt Wuppertal mit einer extrem anspruchsvollen Topografie. Da können Sie nicht mal ebenso nach der heutigen Technik beispielsweise Elektrobusse einsetzen. Dann müssen Sie dort auch noch Wahlfreiheit ermöglichen und können es nicht per Pflicht verordnen. Ich halte es deswegen für ganz zentral und wichtig, wenn man Elektromobilität ernst meint, sollte man es nicht mit dem Thema Gesundheit verknüpfen, sondern damit, dass wir in Zukunft emissionsfrei uns bewegen möchten, dass wir neue Mobilität erkunden möchten und die auch umsetzen wollen, innovative und umweltfreundliche Antriebsarten auf den Weg bringen wollen, aber nicht mit dem Angst der Menschen spielen, was bei dem Thema Gesundheit angeht. Und meine lieben Kollegen von den Piraten, fassen Sie sich bitte einmal selber an die eigene Nase. Wenn ich nachher wieder in die Tiefgarage runtergehe, sehe ich von den Piraten Audi TT und Ford Mustang stehen. Das sind die Fahrzeuge, die die Piraten fahren. Ich glaube, da muss man nicht großartig hier solche Anträge im Parlament stellen. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Remmel das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hafke, mit der Nase, das ist so eine Sache, an die man sich fassen sollte. Also es ist ja berechtigt, Kritik zu üben an der Wortwahl des Piratenantrages, wenn es um den Vergleich mit Terrortoten geht. Das ist zurückzuweisen, gar keine Frage. Aber von Ihrer Seite zu leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt, das ist schon Irrläufertum hoch 10, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also da habe ich den Eindruck, dass in der Problembeschreibung sowohl die christdemokratische Fraktion, die sozialdemokratische Fraktion, die Piraten und die Grünen die Problemlage zumindest klar benennen. Und das ist mittlerweile auch bestätigt durch Weltgesundheitsorganisation und andere Untersuchungen, die von einem Verlust von Lebenserwartung sprechen. Wenn man Vergleichswerte anstellt zwischen stark belasteten Regionen, auch in Nordrhein-Westfalen, im Übrigen sind diese Versuche gemacht worden, die Lebenserwartung und die Erwartung, krank zu werden, ist im Ruhrgebiet höher als beispielsweise im Kreis Borken und das signifikant. Das ist nachweisbar und insofern haben wir ein Gesundheitsproblem, das zusammenhängt mit Luftschadstoffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Moritz, wir sollten es nicht beschränken in der Analyse auf Feinstaub. Feinstaub, in der Tat, haben wir in den letzten Jahren Erfolge erzielt, sind noch mehr Erfolge notwendig. Sie haben zu Recht angesprochen, gerade in Nordrhein-Westfalen, die Binnenschifffahrt spielt eine bedeutende Rolle in Köln und in Düsseldorf. Aber wir haben es vor allem zurzeit mit Stickoxiden zu tun. Und die sind nun eindeutig der Mobilität und dem Verkehr zuzuordnen. Und ich will die Problemlage auch insofern umfassend darstellen, dass es mittlerweile Gerichtsurteile gibt,
zuletzt von der Deutschen Umwelthilfe in Wiesbaden erstritten, die die öffentlichen Behörden aufgrund des individuellen Rechts auf Gesundheitsschutz mit einer Auflage belegen, bestimmte Handlungen gerichtsvollziehbar durchzuführen. Also unter diesem Druck sind die Umweltbehörden, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, konkret für den individuellen Gesundheitsschutz der Menschen zu sorgen. Und das wird uns im Vollzug, so prophezeie ich, in den nächsten Wochen, Monaten erhebliche Probleme bereiten, weil wir die Maßnahmen, die von den Gerichten gefordert sind, so gar nicht werden umsetzen können. Deshalb ist politischer Handlungsbedarf dringend geboten und wir müssen hier zu klaren Rahmenbedingungen, insbesondere auf Bundesebene, tun. Das, was wir auf der Landesebene tun können, haben wir gemacht. Wir haben in der Tat 33 Luftreinhaltepläne auf den Weg gebracht. In 26 Städten wurden Umweltzonen eingerichtet. Dort ist nachweisbar, dass die Feinstaubbelastung zurückgeht. Wir haben einen Masterplan Umwelt und Gesundheit verabschiedet. Wir sind unterwegs, wenn es um die Förderung der Nahmobilität geht, 60% emissionsfreier Verkehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad soll befördert werden. Der Klimaschutzplan hat entsprechende Maßnahmen. Wir haben über 100 Millionen in den letzten Jahren in die Förderung der Elektromobilität und in die Leitmarktwettbewerbe, insbesondere mit dem Ziel, emissionsfreie Innenstädte auf den Weg zu bringen, investiert. Das ist alles richtig, genauso wie die Unterstützung alternativer Antriebstechnologien im ÖPNV. Aber was fehlt, und darüber müssen wir uns in der Tat unterhalten, ist einmal, wie reagieren wir auf die Notwendigkeiten, jetzt durch Gerichte angemahnte Handlungsschritte und das, was die EU an Vertragsverletzungsverfahren von uns fordert. Das ist kurzfristig nötig. Zum Zweiten mittelfristig, wie können wir einen Übergang zu emissionsfreier Mobilität gestalten? Fragezeichen, müssen wir nicht auch über Nachrüstung und insbesondere Förderprogramme von Nachrüstung nachdenken. Die Technologien, gerade bei Stickoxiden, sind vorhanden. Die Hersteller warten in Nordrhein-Westfalen darauf, gerade in Nordrhein-Westfalen, weil hier der Sitz solcher Unternehmen ist, diese Technologien genauso wie den Katalysator oder den Feinstaubfilter auch bei Stickoxiden in den Markt zu bringen. Hier braucht es ein Bundesprogramm, das die Umstellung fördert. Das scheint möglich zu sein. Hier muss es aber politische Entscheidungen geben. Und zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister Remmel, bevor Sie zum Schluss kommen, nicht, dass ich es versäume, der Kollege Moritz würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich würde den Gedanken gerne zu Ende führen gerne die Zwischenfrage. Und zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, braucht es in der Tat für die Transformation des Mobilitätssektors eine politische Leitentscheidung in der Bundesrepublik, im Bundestag. Wann wollen wir emissionsfreie Mobilität in Deutschland haben? Ich meine, wir sollten es für 2030 anstreben. Und dann müssen wir auch die entsprechenden gesetzlichen Systematiken zur Einführung von emissionsfreier Mobilität auf den Weg bringen. Das werden weder die Mineralölkonzerne für uns entscheiden, noch die Automobilkonzerne. Wir brauchen Markteinführungsstrategien, bis hin dazu, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie in Zukunft unsere Steuersysteme denn funktionieren, weil ein Großteil des Haushaltes auch durch die Mineralölsteuer bestimmt wird. Wenn ab 2030 das anders ist, dann müssen wir auch das verändern. Ich plädiere hier für Anlagen nach dem kalifornischen Modell, Ansprüche an die Hersteller zu formulieren, hier Transformation auch tatsächlich durch die Automobilhersteller gesetzlich einzufordern. Und glaube ich, werden wir mehr erzielen, als alleine auf Kaufprämien zu setzen. Jetzt aber Ihre Frage. Ich schalte das Mikrofon. Bitte. Herr Minister, um den Hinweis auf die Nase vom Beginn Ihrer Rede aufzugreifen, können Sie denn uns bitte mitteilen, ob Sie selber ein Elektroauto fahren und wenn es nicht der Fall ist, auch begründen, warum das nicht der Fall ist, um mit gutem Beispiel voranzugehen? Wir haben in der Landesverwaltung, in der Zuständigkeit meines Ministeriums, insbesondere beim Lahnhof, bei der Umweltbehörde, in den letzten Jahren verstärkt auf die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gesetzt. Wir haben im Ministerium auch zusätzliche Elektrofahrzeuge eingesetzt. Ich für meinen Tagesgebrauch als Dienstfahrzeug kann leider auf ein Elektrofahrzeug noch nicht zurückgreifen. Für den innerstädtischen Verkehr tue ich das, in Düsseldorf, wo immer es geht. Aber wenn ich über Land fahre, reicht es noch nicht. Wir würden aber an dieser Stelle die Empfehlung geben, eben nicht nur auf Elektrofahrzeuge zu setzen, sondern insbesondere auch für Nordrhein-Westfalen Wasserstoff mit in den Blick zu nehmen. Wir haben eine tolle Infrastruktur, über 240 Kilometer Wasserstoff. Und
Und da gibt es schon Fahrzeuge, auch im Übrigen innerhalb der Landesverwaltung, die das darstellen, emissionsfrei mit Wasserstoff und klimaneutral mobil zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das war dann auch der letzte Redebeitrag zum Tagesordnungspunkt 5. Ich schließe an dieser Stelle die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages mit der Drucksachennummer 11/416 an den Ausschuss für Bauen, Wohnstadtentwicklung und Verkehr federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung wird dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Jemand gegen die Überweisung? Enthaltungen? Beides nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.